Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Weißstetten, HSG Nordhorn-Lingen, Endstand 30:24, Halbzeit 14:11. Zur Pressekonferenz begrüße ich den Trainer der HSG Nordhorn-Lingen, Heiner Bültmann, unseren Trainer Jens Bürgle und unseren Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Euch beiden herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Heiner, dein Statement zum Spiel. Gut, ja, als erstes natürlich Glückwunsch an Jens und die HBW Balingen-Waldstätten zum Sieg, zum verdienten Sieg natürlich. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, muss sagen, wir sind ganz schwer ins Spiel reingekommen, haben im Angriff am Anfang keine Lösung gefunden und haben da muss man schon sagen, da hat Balingen uns ein bisschen überpowert da in den ersten Minuten. Wir haben dann so langsam ein bisschen Zugriff bekommen, aber gerade gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir dann auch besser gedeckt am Anfang. Das war ärgerlich, weil natürlich, wie angesprochen, Balingen geht extrem hohes Tempo am Anfang. Wir kriegen, glaube ich, die ersten 5 Minuten 3 Gegenstöße. Und das war ein bisschen auch das, was wir dann mit in die Halbzeit reingenommen haben, weil wir es nicht geschafft haben, einfache Tore zu machen. Und ja, der Start in die zweite Halbzeit war, gelinde gesagt, mal unglücklich. Wir kriegen dann 5-0 auf, dann die, ich sag mal vorsichtig, die umstrittene rote Karte von Georg Pöhle in der 32. Minute. Ich möchte jetzt nicht über die Schiedsrichter reden, brauche ich auch nicht. Wir haben das dafür zu deutlich verloren, aber das waren 5 Schritte, bis er bei Georg war. Und da auch noch 2 Minuten zu geben, das war schon interessant. Aber okay, man muss dann ganz klar sagen, die Hypothek wäre dann für uns zu groß. Wir haben letzte Woche gegen Rus-Weißstadt Philipp Wolicek und Patrick Miedema verloren. Absolute Leistungsträger von uns. Luca de Boer geht mit großen Magen-Darm-Problemen in dieses Spiel. Hat sich da in Dienst der Mannschaft gespielt, zumindest in der Abwehr viel Spielzeiten noch genommen. Dann ist Georg weg und okay, dann haben wir keine Chance gegen Balingen, da muss man auch ehrlich sein. Wir haben da alles probiert, ich fand die -3 zur Halbzeit waren dann auch okay und natürlich haben wir uns auch vorgenommen, das Spiel zu drehen in der zweiten Halbzeit, aber das war, glaube ich, nach 10 Minuten dann Geschichte, das Thema. Trotzdem bin ich stolz auf meine Mannschaft. Ich finde, wir konnten absolut mit erhobenem Haupt hier rausgehen. Wir haben bis zum Ende gekämpft, wir haben noch Tempo gemacht, wollten noch Tore machen, haben auch Tore gemacht und das habe ich der Mannschaft gerade auch gesagt. Von daher können wir, glaube ich, auch viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen. Aber leider nicht die 2 Punkte, weil die bleiben hier und das nochmal absolut verdient. Danke. Heiner, vielen Dank. Jetzt, dann darf ich auf dich um dein Statement zum heutigen Spiel bitten. Boah, ich bin erstmal sehr zufrieden. Ich bin mit der ganzen Woche schon extrem zufrieden. Wir hatten am Montag das Training umlegen müssen, weil meine beiden Halbrechten ausgefallen sind mit Lars Friedrich und mit René Zobel, die von Vandorf massiv geschädigt waren. Otto Gretason ist jetzt gestern erst ins Training eingestiegen. Und die Mannschaft hat trotzdem so dermaßen fokussiert trainiert und auch mit einer Freude trainiert, dieses Spiel da auch, glaube ich, sehr locker und selbstbewusst angegangen. Das muss man erstmal machen bei Platz 1 gegen Platz 3. Und vor allem, wenn man Nordhorn gesehen hat die letzten Wochen, dann war das schon beeindruckend, dass uns der Ausfall von Wolicek, glaube ich, auch ein bisschen entgegenkam. Das muss man schon sagen. Da haben wir uns irgendwie eine Woche lang den Kopf zerbrochen. Da hätte er mir ruhig mal anrufen können, der Heiner. Und das hätte mir ein bisschen Arbeit gespart. Du weißt ja, die Zeit ist rar bei uns. Da wäre ich dir dankbar gewesen, wenn du mir die Informationen gegeben hättest. Aber das werde ich in Zukunft auch nicht machen. Davon gehe ich aus. Ja. Ich muss sagen, ganz große Leistung von der ganzen Truppe. Die ganze Woche über, heute, glaube ich, Jonas Schoch und Lukas Saueressig, die vielleicht sogar noch mal ein bisschen herausgeragt haben. Aber insgesamt super Abwehrleistung. Gute Konter machen in der ersten Halbzeit, so wie es Heiner gerade schon sagt, wahrscheinlich den entscheidenden Schritt, dass wir in den ersten 17 Minuten 6 Kontertore schießen. Und kommt damit schon so ein bisschen in ein gutes Gefühl auch rein. Zweite Halbzeit ähnlich zu Start zum Beginn. Und dann hatten wir recht schnell dann in der zweiten Halbzeit das Spiel dann auch für uns, glaube ich, entschieden. Jens, vielen Dank. Wolfgang, dann auch dein Fazit zum heutigen Spiel. 21 Heimspiele ohne Niederlage. Langsam beängstigend. Ich glaube, wir genießen das einfach. Vor allem das heutige Spiel war wirklich... kann man nur ein Kompliment an die Mannschaft aussprechen und an Jens und sein Team, dass wir unheimlich glücklich sind, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war nach dem Spiel in Vandorf nicht
nicht ganz klar, wie man mit dem Ergebnis oder auch mit dem Spiel umgeht, weil das war so der erste kleine Rückschlag. Trotzdem war es irgendwo emotional vielleicht doch positiv für uns mit dem Tor in der letzten Sekunde. Und man hat das aber die Woche über im Training, was Jens gerade schon gesagt hat, gemerkt, wie die Jungs unheimlich fokussiert waren. Und deswegen einfach ein großes Kompliment an die Jungs. Und was mich natürlich besonders freut, ist, dass wir heute sehr früh die Halle ausverkauft hatten. Dass auch wirklich diesem Topspiel, Erster gegen Dritter, auch die Atmosphäre und die Kulisse das gezeigt hat. Und das ist ein großes Lob an alle, die hier waren. Und ich glaube, allen hat es gefallen. Und auf dem können wir, glaube ich, auch aufbauen. Und freuen uns auf die nächste Woche. Wolfgang, vielen Dank. Soweit die beiden Trainer und unser Geschäftsführer zum heutigen Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein. Dann habe ich noch Ergebnisse. Lübeck-Schwartau gegen Lübecke 21-20, Emstetten-Aue 31-28 und kurz vor Schluss führt Coburg gegen Hüttenberg 26-22, Groß-Wallstadt-Dormagen 32-28 und Ferndorf gegen Dessau-Roßlau 15-17. Also ich wünsche euch gute Heimfahrt. Danke. Und alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Danke.